So, hallo, da sind wir wieder bei Suikoden 5. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Alten. Und er verfolgt uns hier jedes Mal. Okay, hören wir uns mal das Gerücht an. Reizernte, immer noch. Okay. Also, so wie ich jetzt gelesen habe, müssen wir hier bei der Gerüchteküche etwas über die Salzpreise erfahren. Und dann wird der Alte was anderes. Aber wann das soweit ist, weiß ich auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zurück nach Rainwall. Und dann gucken wir mal, ob der Detektiv Oboro irgendwas zu sagen hat. Der wollte doch irgendwas. Wollte eine Investigation machen oder irgendwas, ne? Irgend sowas. Der Detektiv und die anderen sind wegen einer Ermittlung unterwegs. Schnelle Ermittlungen, garantierte Vertraulichkeit, nichts als Tatsachen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Okay. Ja, wo sind sie denn? Muss ich sie irgendwo im Dorf suchen oder was? Was willst du von mir? Wie? Was ist los mit diesem Kerl? Ich weiß nicht, wo du herkommst, Kind. Aber geh und spiel woanders, Prinz. Okay. Soll ich ihn nochmal anquatschen? Lass mich. Geh raus. Okay. Oh, hey Prinz, hört auf damit. Shigure? Ihr habt uns diese Aufgabe übertragen, also überlasst das uns. Was meinst du? Wir überprüfen diesen Betrunkenen. Wie? Sein Name ist Norton. Er war Vize-Captain der Barrows-Garnison, als der Aufstand von Lord Lake stattfand. Er trat zurück, nachdem er nicht verhindern konnte, dass der Aufstand auch das Land der Barrows erreichte. Dieser Typ? Er kommt, verstecken wir uns. Oh, also gut. Wie, was, verdammt. Ich sehe Zwillinge. Wer war der Kerl, der ihm gefolgt ist? Das war wohl ein Aufpasser. Ach, auch das noch. Ich verfolge ihn. Ja. Wir gehen mit. Wie?
Beeilung, sonst verlieren wir sie. Ja. Jetzt müssen wir nachdenken. Auch das noch muss wohl so sein. Na gut, dann verzichten wir auf die, obwohl ich nehme den Ballon mit. Obwohl, wir könnten ja eigentlich hier die beiden auch hier reinhauen, ne? Okay, wo sind die jetzt hin? Sie aber hin. Hier nicht. Halt. Aha. Worüber habt ihr geredet, du und der Prinz? Dir ist doch nichts herausgerutscht, oder? Prinz? Das war nur ein Kind in einem Kostüm. Naja, wie auch immer. Ich glaube, du weißt es bereits, aber nur zur Erinnerung, du lebst länger, wenn du den Mund hältst. Wenn du mit Reden fertig bist, hau ab, du nervst mich fürchterlich. Du musst dich zurückhalten. Wenn du zu viel redest, wenn du betrunken bist, ist das irgendwann dein Ende. Ich sagte, hau ab. Oh, ich habe ja so viel Angst. Bis später. Jetzt müssen wir auch den anderen Kerl folgen. Nein, das wird nicht nötig sein. Detektiv Umboro. Oh, wenn das nicht seine Hoheit und Leon sind. Sollten wir diesen Mann nicht verfolgen? Es gibt keinen Grund dazu. Ich weiß, wie wir herausfinden können, wo er hingeht. Gut, kann ich heimgehen und schlafen? Natürlich nicht. Du bist immer noch mitten in einem Auftrag. Oh Mann. Wollen wir unsere Arbeit fortsetzen? Was wollt ihr tun, Howard? Ich möchte bis zum Ende bleiben. Oh Mann, warum wollt ihr eure Nase in eine so ätzende Situation stecken? Nun, das ist der Auftrag seiner Majestät. Wenn er mitkommen will, hat er das Recht dazu. Okay, dann nehmen wir mal Umboro mit. Ach, dem Gefolge. Okay. Dann lassen wir Kisara da. Gehen wir zurück auf die Straße. Auf die Straße? Was meint er? Diese Straße? Fässer sind immer noch da. Dann meint er das wohl nicht. Was meint er mit Straße? Pieps. Gute Arbeit. Eine Maus? Pieps, pieps. Du hast es schon herausgefunden. Gut gemacht. Pieps. Hinterher. Gut. Wo ist sie denn hin, die Maus?
Konserven hier. Wenn wir jetzt eh schon hier sind, warum nicht? Zumindest mal bis Stufe 3, würde ich sagen, ne? Ja, bis Stufe 3 mache ich die mal. Wo ist denn jetzt die Maus hin? Wo ist die Maus hin? Pieps. Gute Arbeit. Anwesen der Barrows, ich verstehe. Das passt. Was war das? Diese Maus ist einer meiner ausgezeichneten Assistenten. Sie ist dem Mann gefolgt, der Norden bedroht hat. Was? Eine Maus arbeitet für dich? Ist der Mann in diesem Haus? Richtig. Wir müssen über unsere nächsten Schritte nachdenken. Lasst uns für eine Weile ins Büro zurückgehen. Okay. Dann gehen wir ins Büro. Verstehe, Norton wurde von diesem merkwürdigen Mann eingeschüchtert, damit er den Mund hält. Und dieser Mann geht im Anwesen der Barrows ein und aus. Was bedeutet das? Er muss ein dunkles Geheimnis über Lord Barrows kennen. Darum wollten sie ihn zum Schweigen bringen. So sieht es jedenfalls aus. Das dunkle Geheimnis muss etwas mit dem Aufstand in Lord Lake zu tun haben. Also, wenn wir mit Norton sprechen, würden wir diesen Auftrag recht schnell erledigt haben. Nun ja. Eure Hoheit, ich frage euch noch einmal, was wollt ihr jetzt tun? Letzten Endes ist es unsere Verantwortung. Ihr könnt es uns überlassen und wir berichten euch alles, was er erledigt, was Mendes erledigt ist. Oh Gott, bitte kümmert euch um den Rest. Ich will weiter mitmachen. Ja, eigentlich will ich weiter mitmachen. Oh. Mitmachen, oder? Das macht doch sonst keinen Sinn. Gilt auch für mich. Ich hatte mir gedacht, dass ihr das sagen würdet. Aber wenn ihr bei uns bleiben wollt, müsst ihr andere Kleider anziehen. Die Barrows sollen schließlich nicht erfahren, dass seine Hoheit den Aufstand in Lord Lake untersucht. Okay, fahren wir jetzt nach Lord Lake, oder was? Thank you.
Perfekt. Jetzt seht ihr nicht mehr wie der Prinz und eine Ritterin der Königin aus. Ich bin in der Ausbildung. Wie oft willst du es noch sagen, Leon? Wir haben es verstanden. Auch das noch. Also, wer sind diese abgefragten Typen? Der Prinz und Leon? Was? Im Ernst? Ja, im Ernst. Shigure, und du nennst dich Detektiv? Halt die Klappe. Genug davon, der Kerl geht schon wieder trinken. Wirklich? Reden wir mit ihm. Okay, dann ab wieder ins Gasthaus. Wie du? Du kannst nicht. Bitte, wir müssen reden. Ich rede nicht mit Kindern. Haut ab. Sag das nicht. Bitte nimm dir etwas Zeit für uns. Wir möchten über Lord Lake sprechen. Was? Wer bist du? Wer ich bin? Das hier bin ich. Was ist das für ein Stück Papier? Das weißt du nicht, das nennt sich Visitenkarte. Egal, schau sie an. Das sagt dir, wer ich bin. Was? Ein Detektiv? Ich weiß gar nichts, verschwinde hier. Oh, ich glaube, du weißt schon was. Ich sagte Lord Lake. Lord Lake. Sag diesen Namen nicht so laut. Angst, dass jemand, der für die Barrows arbeitet, es hören könnte? Du, sollen wir woanders hingehen? In Ordnung. Gehen wir erstmal in mein Büro. Okay. Dann lassen wir den Lock da. Ich glaube, ich habe zu viele Leute mitgenommen hier. Detektiv. Und das muss Norden sein. Das ist er. Ich sag gar nichts. Sicher, sicher. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt reden würdest. Was, willst du mich foltern oder was? Willst du das? Ich enttäusche dich ja ungern. Aber so barbarische Methoden wenden wir nicht an. Sagiri, Shigure, mach das Boot für die Abfahrt fertig. Okay. Auch das noch. Der gefällt mir irgendwie. Wo bringt ihr mich hin? Eure Hoheit, wo sollen wir ihn hinbringen? Gesehen hat, das glaubt man. Ist es nicht so? Gehen wir. Natürlich fahren wir jetzt nach Lord Lake. Wohin denn sonst? Alles andere macht keinen Sinn. Diese
Elende Ratte. Ah, oh, da müssen wir uns auch noch hinlaufen. Oh, come on. Ist ja auch kein Wasser da. Okay, dann gehen wir halt nach Lord Lake. Das war nach unten, ne? Richtung Süden. Dieselbe Animation wie Suikoden 4 bei Mizuki. Die hatte die auch, die Würgerrune. Ist es das erste Mal, dass du hierher gekommen bist seit dem Vorfall vor 2 Jahren? Schau dich um. Ist das nicht schrecklich? Ach, oh. Oh nein, das könnt ihr mir nicht anlasten. Das ist nicht meine Schuld. Du begreifst den vollen Umfang deines Verbrechens? Darum willst du nicht reden und versuchst, deine Erinnerungen in Alkohol zu ertränken, richtig? Was soll ich denn tun? Das ist ja schrecklich. Du weißt, was du tun musst, oder? Du musst es wieder gut machen, oder? Du wirst nicht weiterleben können. Wieder gut machen? Wirklich? Das ist nicht deine Entscheidung. Es ist die der Leute, die wegen deines Verbrechens leiden müssen. Aber wenn du nicht wieder gut machen willst, wirst du deine Schuld noch vergrößern. Ich muss noch denken. Hey, sag bloß, du willst immer noch... Shigure, das reicht erst einmal. Kehren wir zurück. Alles klar. Dann geht's zurück. Ich soll mit den Alten hier quatschen. Die Menschen von Lord Lake mögen nicht eure Verbündeten werden, aber sie werden sich auch nie der Goodwins anschließen. Okay. Davon abgesehen fehlt da den Menschen hier die Kraft, weiter zu kämpfen. Sie haben ja kaum Kraft, um sich fortzubewegen. Sie werden also keine wirkliche Hilfe eurer Hoheit. Okay, das kennen wir alles schon. Gibt's hier noch einen Gemischtwarenladen? Gab's hier sowas? Klinik? Ich glaube nicht, ne? Na egal, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Thank you.
böses Häschen. Gift, das hat er uns an. Der Hase. Wartet, ihr Abschaum. Wer spricht da? Was soll das? Das sind Soldaten, die für die Barrows arbeiten. Was machen die? Das sind sie, Goodwin, verdammte Spione. Was? Euch auf dem Anwesen der Barrows herumschleichen sehen. Gebt auf! Ist es also soweit, ja? Was sollen wir tun? Die sollen aufgeben. Wir geben auf. Ich hab keine Ahnung. Die sollen aufgeben. Genau. Oh je, auch das noch. Also wollt ihr diesen Kampf? Erwartet keine Gnade. Wir sind keine Spione. Was soll das? Verlassen wir jetzt diesen Ort. Ich bin sicher, Verstärkung ist unterwegs. Verdammt, einen Augenblick lang habe ich mir Sorgen gemacht. Tut mir leid, das ist meine Schuld. Mach dir keine Gedanken darüber. Das ist unsere Arbeit. Wir sind das gewöhnt. Ich frage mich, warum sie so plötzlich angegriffen haben. Ich glaube, die Barrows wollten Norden gering schätzen. Weil sie meinten, er hätte nicht den Mut zum Auspacken. Aber als wir uns mit ihm befasst haben, fühlten sie sich bedroht. Also wollten sie ihn zum Schweigen bringen. Das klingt ganz nach dem Haus der Barrows. Oh, Robert, bitte vergib mir mein unverschämtes Verhalten. Ich werde euch alles erzählen, was ich über den Aufstand in Lord Lake weiß. Norden. Leon sagt immer nur die Namen. Norden.
Erst brauche ich ein wenig Zeit, um wieder klar denken zu können. Ihr haltet mich bestimmt für einen Schwächling, weil ich darum bitte, aber bitte vergebt mir. Das ist schon gut in Ordnung. Ich bin nur froh, dass du jetzt reden willst. Eure Hoheit, überlasst den Rest uns. Wir werden Norden zu seiner Sicherheit eine Weile verstecken müssen, aber keine Sorge. Wir kommen und erzählen euch die Wahrheit, wenn ihr sie braucht. Ne, wieso bin ich jetzt in der Fleet? Okay. Mhm. Na gut. Es geht mir echt auf den Zeiger. Die sind gerade giften. Guck mal, was es hier kostet, zu übernachten. Immer noch dasselbe. Süßwasserfische sind wundervoll. Bla bla bla. Englisch hier gut für euch? Ja, ich will aber, dass du mitkommst. Können wir jetzt mit Gloom und Lock immer noch das Boot benutzen? Ich guck mal. In die Richtung will ich müssen. Oh ja, anscheinend schon. Cool, dann gehen wir erstmal zu dem Runenmann noch. Mal gucken, was noch geht. Ich könnte mir noch irgendwas zusammensetzen. Sieht aber nicht so aus. Nee. Wie sieht's mit Antiviren aus? Habe ich noch irgendwie einen Platz hier? Sios, der hat noch gar nichts. Okay. Kugel der Stille. Effekt der Stille beim Angreifen. Finde ich eigentlich ganz gut. Können wir eben draufhauen. So. Und wie sieht's mit... der aus? Sie hat schon eine Wigbarone. Abwehrmagie. Körperliche Abwehr. Griff plus. Ich glaube, ich gebe dir Kraftkugel. Warum nicht? Okay, dann kann ich hier die Gruppe einfach so ändern, auswechseln.
kann ich nämlich den hier mit Puppe nehmen, ne? Also, ein bisschen gescheiter. So, und dann würde ich sagen, Südkai, gehen wir mal nochmal zur Mine, zum Zwergendorf. Ich glaube, ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal ins Gefängnis. In diesem Spiel ist ja viel ein bisschen Backtracking dabei. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Vielleicht hat der Zwerg mir auch noch was zu sagen, ne? Ach, guck mal, da war noch dieser Biber, stimmt. Hey, kein Zutritt, klar? Wir hassen Menschen und jetzt hau ab. Ja, sehr gut. Ich gehe ja schon. So, natürlich müssen wir jetzt hier nicht den ganzen Weg nochmal ablaufen. Denn wir haben hier eine Abkürzung. Das wäre auch ein bisschen heftig, wenn wir hier den ganzen Weg immer latschen müssten. Und schwupps sind wir am Camp. Vielleicht können wir auch noch hier was kaufen oder so. Mitkommen. Ich brauche ein besseres Werkzeug. Ja, wo kriege ich das denn her? Ich würde eigentlich noch gucken, was man da kaufen kann. Schützt ein Schwert durch Feuer. Ich kaufe jetzt einfach mal und gucke, was ich da mitmachen kann. Okay, das ist wirklich einfach nur eine Rune. Na gut, haben wir halt eine gekauft. Wo ist denn hier der Chief? Wo ist er denn? Das ist nur ein Schätzer. Oh, das ist aber noch eine Kiste. Ein Käppchen. Okay, und was? Nichts zu schätzen, okay, aber was ist mit dir? Eine leere Kiste ist natürlich einfach nur im Weg. Ja, so sehe ich das auch. Dann können wir hier gucken, ob das Käppchen gut ist. Ja, ist nice. Kopftuch können wir Sias geben. Haben wir noch irgendwas, was wir für die ausrüsten können? Bandage. Nicht Armreif. Warum nicht Handschuhe? Ist sogar noch besser, okay.
Kuchen. Warte mal, das war ein Glücksring. Glück plus 10. Hau eine Läufe. Seil jetzt raus. Warum nicht? Achso, das war der Ruhmmacher. Und das war hier oben. Hier lassen sich nur selten Menschen blicken und uns ist das nur recht so. Achso, wir konnten hier raus, ne? Oben auf die Oberwelt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ins Gefängnis und ich wollte den alten, den kleinen alten Zwerg. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich dachte eigentlich, der steht hier irgendwo rum, aber dem ist wohl nicht so. Na gut. Hier war keine Abkürzung, ne? Ich weiß den Weg nicht mehr. Okay, geradeaus ging es hier, glaube ich, lang. Und ich bin natürlich auch vergiftet. Ganz toll. Hier bin ich verkehrt. Ich war schon gerade kurz vorm Eingang.
irgendwas, was Status halt. Ein Heilstatus. Na gut, dann mache ich das direkt auf mich. Also auf Silate. Will er sich uns anschließen, Takamu? Ich habe eine Karte von Farina gezeichnet. Auf direkten Befehl seiner Majestät Ferit persönlich. Seine Majestät wollte genaue Karten herstellen und verteilen und jeder sollte sie benutzen können. Aber nach dem Tod seiner Majestät erklärte Goodwin, dass Karten militärische Geheimnisse seien. Als ich die Position, dass Karten für jeden zugänglich sein sollten, verteidigte, sperrte Goodwin mich hier ein. Eure Hoheit wurde vielleicht vom Geist seiner Majestät hierher geführt. Mit uns. Vielen Dank. Aber warte bitte zuerst einen Moment. Einige Dinge, die mir gehören, wurden beschlagnahmt und sind bestimmt noch immer in diesem Gefängnis. Nur Ausrüstung zum Zeichnen und Vermessung, die nichts anderem zu gebrauchen. Sie wurden sicher weggelegt. Ich habe nämlich die neueste Karte, die ich zuletzt gezeichnet habe, darin versteckt. Ich weiß, es ist aufdringlich, aber nach meiner Rettung noch um Hilfe bitten zu wollen. Aber könnt ihr meine Karte suchen? Ich bin sicher, diese Karte wird auch für eure Hoheit sehr interessant sein. Ja, auf jeden Fall, Mann. Aber können wir ihnen schon mal eigentlich... Der ist safe, oder? Der ist auf jeden Fall bei uns dabei. Takamu. 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 Okay. Nice. Okay, dann suchen wir es zurück. Kein Problem. Irgendwo muss es ja in der Kiste sein, oder? Verzeihung. Tut mir leid. Ein kleines Hüstchen. Thank you.
Okay, das war die Zelle von Lucrezia, hieß sie? Lucrezia, ja. Ich glaube nicht, dass es da drin ist, aber wir gucken trotzdem mal rein. Gucken, dass wir vielleicht immer als Erstschlag dann auch alle Gegner treffen, das wäre nämlich ganz gut. Das gleich mal hier. Formation. So, irgendwas Spezielles dazugekriegt. Alle plus 20 ausweichen. Präzision und Technik. Abwehr und Magieabwehr. Ich nehme mal das Kreuz. Hier scheint ja nichts zu sein, oder? Also ich denke, dass ich dann jetzt hier raus muss. Bitte wartet, Robert. Ihr müsst noch meine Karte finden. Ach so. Ja, ich dachte, die wäre hier. Dann geht es noch weiter, habe ich gedacht. Dann liegt sie bestimmt irgendwo nur rum. Ich fühle diese Animation dauernd länger, wie wenn ich einfach nur so angreife. Also hier ist nichts. Mein Gepäck ist irgendwo im Lager, glaube ich. Im Lager. Wo ist denn hier ein Lager zum Geier? War hier irgendwo ein Lager? Okay, also ich weiß, unten war das so Geröll und da waren auch so Kisten und sowas. Vielleicht ist ja auch das unten in den Katakomben da das Lager, aber ein bisschen komisch. Wir gucken einfach mal. Ja, kann man mal angreifen.
Besitztümer von Gefangenen sind sicher in diesen Raum geworfen worden, denke ich. Aha. Was ist das für ein Loch? Seine Hoheit ist durch dieses Loch hier hereingekrochen, das von einem Zwerg gegraben wurde. Mann, unglaublich. Genug davon, wir müssen uns beeilen und deine Sachen finden. Ja gut, tut mir leid, danke für eure Hilfe. Das sind sie, das sind meine Sachen. Okay, vielleicht haben wir jetzt immer eine Karte. Das wäre ganz geil. Ihr habt sie gefunden. Hier, nehmt das. Map of Falina. Das ist die genaueste Karte von Falina, die es derzeit gibt. Bitte setzt sie klug ein. Dieses Land wird sich ganz sicher verändern nach dem Kampf zwischen seiner Hoheit und Goodwin. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich würde gern die Aufgabe weiter ausführen, die mir seine Majestät Ferit gab, und sie für eure Hoheit beenden. Ich freue mich darauf, euch zu dienen, mein Prinz. Alles klar. Takamu! Nice. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Lauf mal zurück zum Schiff, weil das müssen wir nicht sehen. Da passiert eh nichts in der Zwischenzeit. Okay, gut. Bis zum nächsten Part von Rekruten 5. Bye, bye.